So, sucht euch was aus. Ja, ich nehme mal ein bisschen was von. Einfach, ich nehme einfach mal eine Seite, ein bisschen was da. Ein paar Sachen habe ich mir genommen. Zwei trinken. Drei trinken. Vier trinken. Krass. War gierig. Ja. Henry, nimm dir was raus. Komm, noch ein Kriecher angedackelt. Achtung, hinter dir. Was? Danke. Oh. Hat er sich angeschlichen? Die Ratte. Laufst du auch nicht hier? Hast du sonst hier alles verarbeitet? Unten eigentlich habe ich alles gelootet. Nimm mal die Chairs mit, dann können wir die verbrennen. Fängt das jetzt an zu regnen? Ja. Geil. Alter, was haben wir denn für ein krasses Gelände hier? Schnee, Regen, Regen, Schnee. Boah, ey, diese Scheißtür. So, auch der ganze Stone Axe für. Das ist ein Bow. Okay, ganz safe nützt uns jetzt nicht so viel. Nee, den kriegen wir, glaube ich, aber nicht. Aber Medicine? Oh. Leider keine Antibiotika drin für euch. Hier, nimm doch ein Bett mit. Okay. Braucht man noch mal ein paar Steine. Ja. Welche Richtung wollen wir denn gehen? Ach, ich habe auch keine Steine mehr. Ich werde meine Steine abgegeben. Ein bisschen Gras mal sammeln noch. Steinchen. Und jetzt schneit schon wieder, Alter. Regen, Schnee. Das ist ein Gebiet. In welche Richtung wollen wir denn gehen? Egal. Gute Frage. Da, weil nicht, es nicht gut zur ist. Stadt, also nicht nach Süden. Vielleicht hier den Weg, den kann man jetzt gar nicht mehr sehen, ne? Hey, wo seid ihr? Wo ist denn der Schneedienst? Ich bin hinter dir. Hier sind wir irgendwie so mehr oder weniger auf einem Weg. Da müssen wir Richtung Osten gehen. Richtung Osten, okay. Man sieht auch die Nester jetzt extrem schlecht hier in dem Schnee. Die siehst du in dem Gras auch schon schlecht. Aber ja, im Schnee ist das noch schlechter. Also hier ist immer noch ein Weg eigentlich. Ja, auf der Karte siehst du ihn auch. Ja. Upi. Hier ein bisschen mehr, hier drüben ist der Weg. Eine Minimap fehlt auf jeden Fall. Ich glaube, ich noch bin drauf. Es gab mal eine Minimap, die haben sie dann weggenommen. Na, vermutlich war es zu unrealistisch mit einer Minimap. Ja, eigentlich ist es das ja auch. Nachvollziehbar in einem gewissen Rahmen. Okay, hier gibt's jetzt keinen Weg mehr. Nee? Nein.
Dann lass mal nur Richtung Osten laufen. Aber der Weg geht hier doch noch nach Süden. Bist du schon... Da ist noch ein Haus. Der Weg geht noch zum Haus, Henry. Wo seid ihr noch da? Ja, wo seid ihr denn? Ja, ihr geht doch wieder zurück. Das ist doch nicht zurück. Ist das zurück? Echt? Ich zurückgegangen? Nee, ich bin noch nicht zurückgegangen. Zurück. Das ist ein neues Haus. Ein anderes Haus. Ja. Das ist dasselbe oder nee, das gleiche, so rum. Genau, nicht dasselbe. Nicht dasselbe, ist das gleiche. Liebe Kinder, das ist der Unterschied zwischen selbe und gleiche. Toll, ihr habt aber hier, Freunde und Spaß aufgewirbelt? Freunde, ja. Wer schießt denn da schon? Ich. Aber ich bin schlecht im Zielen. Oh, genau dich möchte ich looten. Oh, verdammt. Ich verrecke. Warum das denn? Ich habe keine Bandagen. Warte. Hast du, Flummi? Okay. Danke. Ey, wer ist denn das? Was ist noch ein Kriecher? Ein Antibiotika, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Oh. Und Pain Pills. Oi, 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 oi. Irgendwie ist da ein Bär. Auch noch. Irgendwie ist hier oben auch noch ein Zombie. In dem Haus steckt noch, also ist noch einer in der Wand. Hallo, Sie stecken scheinbar fest, Madame. Kann man Ihnen vielleicht helfen? Check your booty. Kann das sein, dass die Pfeile wieder mehr Schaden machen? Yep. Mehr als in 12-0, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Es war zu schwer für Casual Gamer. Ja, die große Diskrepanz immer, ne? Zwischen Casual Gamer und Hardcore Gamer. Aber ja. Dafür gibt es ja unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ich denke, das Problem ist, dass es in der Alpha einfach noch nicht richtig gebalanced ist. Und dass das dann noch kommt, wenn die Schwierigkeitsgrade. Weil ich meine, die gibt es ja jetzt schon, aber scheinbar noch nicht so. Perfekt. Fällt das einigen noch nicht. Noch ein Kochtopf, ey. Im letzten Spiel hatten wir keine Kochtöpfe. Ich hau mir das Antibiotika mal in den Kopf, ist das okay? Ja. Nee, weißt du, es geht mal so gar zu spät. Nicht. Kommt davon, wenn ihr so langsam seid mit einer Antwort. Ich packe mal meinen Kram wieder hier in die Kiste rein. Ich packe meinen Koffer. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Welche Kiste? In den Kühlschrank. Ach so. Der Kühlschrank ist meine Kiste. Okay. Ziehen wir hier weiter oder bleiben wir hier? Ach so, stimmt. Blöde Frage, ich packe ja alles schon rein. Ne? Ich war so in dem... Hier stöhnen sie doch noch. Wer stöhnt denn hier? Also unten ist jetzt noch die eine Tür. Ich weiß nicht, lohnt sich das, die zu öffnen? War da nur ein Gunsafe drin? Ja, da war nur ein Gunsafe. Nicht. Ja. Wir haben auch dezent Besuch bekommen. Ja. Mhm.
Ich versuche mal noch eine Krankenschwester mitzunehmen. Im Versuch bleibt es auch gerade ein bisschen. Und ich hoffe nur noch Antibiotika für Henry zu finden, aber der kümmert sich gerade scheinbar selbst um das Problem. Ja. Also Pfeile sind auf jeden Fall um einiges. Also wir wissen ja, wo wir hin können, falls wir heute nichts finden nachts. Ja. Dann gehen wir weiter den Weg lang, ne? Wo seid ihr? Hinter dir. Ach, da. Hier ist ein... Das ist ein Riese, ein Hirsch. Aber bringt, glaube ich, nichts, wa? Wir brauchen was zu essen. Ich weiß nicht. Ich muss erst nochmal einen Baum fällen. Rauholz. Ja. Es ist im dichten Gras verschwunden. Ach, da ist es. Ach, das ist doch Mist. Machen Hirsche eigentlich echt so Geräusche? Ja, die klingen erschreckend. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich kriegen. Nee, das ist schon. Ah, das stimmt, es starb doch mal früher an Pfeilen. Ja, ist auch immer noch da, aber es ist nur irgendwie so eine gewisse Prozentzahl, dass sie ausbluten. Oh mein Gott, wo seid ihr? Ich bin hier bei dir. Geh mal den Weg noch ein bisschen lang. Na, du Kackhirsch! Okay, der ist weg. Noch weiter will ich nicht weglaufen. Nee. Da ist ein Zelt. Die machen wirklich solche Geräusche. Das klingt echt cool. Echt krass, wenn du so im Wald bist, irgendwie übernachtest oder in einer Hütte im Wald. Und dann hörst du so abends die Hirsche rühren. Das ist echt schon cool. Das klingt echt gut. Hast du schon ein Licht? Ich hab eins, ja. Warum? Du leuchtest. Oh. Ups. Leute. Ja? Was denn? Brauchst du Hilfe? Tommy, wo bist du hin? Hier. Du rennst an mir vorbei gerade. Oh, Scheiße. Ja, hier sind drei Leute, ey, hinter mir her. Warum machst du denn sowas? Und ich blute schon wieder. Ich geh gleich drauf. Hast du noch was? Sonst komm her. Warte, komm zu mir. Nee. Hast du? Shit. Hat das noch gereicht mit dem Bett? Ja. Ich bin nämlich hier direkt. Ich hab das Bett gerade aufgestellt. Auch eine Idee, um den Respawn, um die Krankheit wegzukriegen. Coole Sache. Ich nehme mal die Schlafsäcke hier mit. Jetzt habe ich auch alles wieder voll. Oh nein, jetzt habe ich was riecht. Das nehme ich mal nicht mit, ne? Bitte nicht. Was denn, was zum Essen? Ja. Oh nee, das brauchen wir doch. Was ist denn das? Boah, Pork. Oh ja, das nehmen wir mit. Hallo? Ich könnte... Haben wir schon genug Short Iron Pipes? Nee, ne? Ich hab eine. Ja, das reicht aber nicht für ein Dingenskirchen. Für ein Dingenskirchen? Für ein altes, bekanntes Dingenskirchen? Ja. Kennst du das nicht, das Dingenskirchen? Natürlich. Wer kennt es nicht, ein Dingenskirchen? Hm. Da kommt noch eine Dame angedackelt. Aber ein Dame muss ich mir machen. Ja, wäre ganz gut. Wie ist denn das? Ein bisschen können wir hier noch lang gehen. Ich glaube, der Weg macht da so eine Kurve. Ja. Hinter uns ist jemand, aber der freut sich auch nur seines Lebens.
seines Unlebens, eher gesagt. Hier ist eine Kreuzung. Da ist, glaube ich, noch so ein Zeltdorf rechts und geradeaus weiß ich nicht. Oder ist Kohle. Wir haben aber nichts zum Abbauen. Oder? Naja, die Steinaxt. Hier ist noch ein Zeltlager. Oh, fuck. Ja.